Hey Leute, ein Crusader hier. Willkommen beim nächsten Teil der Angespielt-Reihe. Mit dabei ist auch der Raika, den ihr auch vom Team Holzpern schon kennt. Und heute ist wieder League of Legends dran, aber diesmal mit einem brandneuen Spielmodus, und zwar den Aram. Es gibt jetzt Aram, also All Random, All Mid, gibt es jetzt auch schon im also als normalen Spielmodus. Und zwar weil früher konnte man das nur spielen, wenn man ein Custom Game erstellt hat und hiermit dann alles einschaltet, damit die Spieler nicht selber ihre Champions picken können, sondern dass es einfach eben komplett random zugewählt wird. So, und dazu hat, also, ja, willst du etwas sagen? Nein, ich wollte eigentlich nur so sagen, weil eben Riot hat jetzt seit neuem auch eine eigene Map dafür gemacht, die eben nur gerade ist, dass man da wirklich nicht schummeln kann, nur in der Lane bleiben muss, und ja. Wobei, wie gesagt, es gab ja vorher auch schon eine andere, die auch nur gerade war. Ja, aber die konnte man, ja genau, das war eigentlich die, es hat ganz am Anfang, bei LoL gibt es dieses Tutorial, und da ist eine Map, wo eben auch dieses gerade war, mit zwei Türmen, zwei Bases und fertig. Und diese Map wurde dann freigeschalten fürs Custom Game, und die wurde dann natürlich viel lieber gespielt im All Random All Mid. Und ja, jetzt gibt es eben eine eigene, die auch ziemlich schön ausschaut mit den neuen Animationen. Da der Raika haut sich da gleich rein. Ja, das aber ist ja nicht so gründlich überlegt, würde ich sagen. Ja, na, als Jax ist eh klar. Ich halte dich da ein bisschen mit meinen irgendwas gut. Also ich spiele hier diesen tollen Engel da, die Kayle, die jetzt auf ihrem Schwert herumtanzt, und jetzt haben gerade die Gegner First Blood bekommen, das ist nicht so schön. Ich bin eher, also eigentlich eher ein Melee-Charakter, aber durch meine Fähigkeit, dieses brennende Schwert, das man da ein bisschen sehen kann, kann ich dann auch Fernkampf, also habe ich gleich ein bisschen Ranged Attack. Ich kann die Gegner slowen und kann ein bisschen heilen und meine Alice durch einen Speedbuff geben. Eigentlich kann man Kayle auf AP oder AD spielen, aber ich werde jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen auf Hybrid spielen, da wir eh den Kog'Maw geht auch auf AP und Teemo geht wahrscheinlich auch. Okay, gut. Ich muss komplett AD Kayle gehen, somit habe ich schon mal die Starting Items komplett verdammt, weil ich Doran's Blade und Ring gemacht habe. Ja. Jener trotzdem. Ja, aber du solltest auch ein bisschen, ja, eine Voll AD. Er ist tot. Passt, nice. Ja, wir haben eben drei Range, also sagen wir jetzt mal zwei Ranged und zweieinhalb Ranged, weil ich bin nicht immer Ranged. Und dafür aber den Maokai, der ziemlich viel CC hat und ein guter Tank ist. Und der Jax, der vom Reichardt gespielt ist, der so immer böse ist. Ja ich weiß nicht, ich finde bei Aram ist er nicht so das Wahre. Ja, ich meine, also, ich finde bei Aram, wenn das tankig genug ist. Ja, genau, das ist ihm. Das aber schon im normalen Spiel, wenn es wirklich komplett in der Lane einfach nur wirklich besiegt wirst, dann hast du einfach keine Chance später. Aber hier bekommt man sowieso so viel Geld schnell und man bekommt einfach Kills. Das ist einfach so. Ja. Warum heißt der. Oh, es ist. Okay, sehe ich gerade, dass die gegnerische Sivir heißt Bierfetischist. Darauf kann ich nur sagen, Prost. Das gefällt mir. Ach Gott, die haben natürlich. Nein, ich noch nicht, aber. Okay. Die Gegner haben das Problem, die haben einen Thresh, der kann, wie man gerade gesehen hat, den Kog'Maw hat einfach hergezogen. Und dann ist man für ein paar Sekunden, kann man nichts tun, und dann können natürlich springen dann die Gegner auf einen drauf, und das war's dann. Also, da muss man ziemlich aufpassen. Es ist ähnlich wie der Blitzkrieg, nur nicht so extrem schlimm, wenn man eben nicht direkt hingezogen wird. Sondern weil er in einen quasi einfach nur so haltet. Ja. So, und den habe ich jetzt umgebracht, passt. Schauen wir weiter. Gestern habe ich auch einen Arm gespielt mit Kayle, also da habe ich natürlich zufällig bekommen, und das war kompletter Reinfall, weil ich glaube, ich habe dann 9,21 gehabt, also das war irgendwas. Muss man auch gemacht haben. Ja, muss man auch gemacht haben. Das haben wir, das war eh das Letzte, was wir gestern gespielt haben, glaube ich. Oh Gott, ja. Ich kann mich kaum erinnern. Ja, das muss man sagen, das war nach dem Fortgehen, haben wir gedacht, naja, um 2 Uhr in der Früh ist es eine gute Idee, noch einen Arm zu spielen. Das erste haben wir auch gewonnen, das zweite da nicht so, weil am ersten habe ich... Es war gar nicht so... Klar, also es war schon recht knapp. Ja, nein, es stimmt schon. Ja, doch, mal eigentlich schon, nur halt, ja, ich habe mit Kayle halt wirklich die ganze Zeit nur reingeheizt, und das war halt nicht so das Richtige, weil ich habe beim ersten Spiel, so gewonnen haben, habe ich einen Katus gehabt, und der das Passive, dass wenn er stirbt, ist noch 6-7 Sekunden, lebt er noch und kann halt noch Spells machen, und so habe ich einfach die altbewährte Zombie-Katus-Taktik gehabt. Ich habe mich einfach reingeheizt, bin gestorben und habe dann noch Gegner mitgerissen in den Tod und fertig. Genau. Somit habe ich halt, ich habe sogar ein bisschen mehr mitgerissen, als ich selbst Tote gehabt habe, und somit haben wir einfach gewonnen. Wobei, jetzt kannst du dich ja unsterblich machen und dich auch reinheizen. Ja, aber als Kayle bringt das eben später. Wenn ich jetzt an AD Kayle gehen will, bringt das reinheizen erst später, was ich wirklich viel schnell Schaden raus.
Ich werde wahrscheinlich jetzt auf Sanguine Blade gehen, dass ich Lifesteal habe und dann irgendwas mit Attack Speed. Vielleicht ist Sephir oder so, ich bin noch nicht sicher. Okay. Ja, weil die haben doch auch ein bisschen CC, also Sephir ist glaube ich gut, weil dann muss ich nicht auf Merc Threads gehen, wenn ich komplett AD mit dem Berserker Grease dann gehe. Und ich glaube, es wäre auch krass, wenn du ein bisschen tanky natürlich gehst, weil dann ja, du springst rein mit deinem Counter-Strike und dann haben sie alle Angst vor dir und wir rennen einfach nach und bringen dich um. Oder genau, wenn du einfach reinspringst, hau ich dir mein Ultimate drauf und bist dir unverwundbar und dann passt und die heizen gleich alles auf dich. Das bringt ihnen aber nichts. Und das ist bei Armin ist immer gut, auch wenn man nur genau kurz kann, den Turm ein bisschen zu poken, wie ich es jetzt mache. Und das, wie ich es jetzt auch mache, sollte man es nicht machen, dass man dann erwischt wird. Oh, oh Gott, warum? Ah, da, nein, du bist heute von meinem Ultimate. Da, ich habe mich raus, ich habe ja Flash jetzt auch mit, okay. Jawohl. Das war jetzt nicht so gut. Was war jetzt nicht so gut? Grüßen Sie. Ja, grüß Gott, Herr Nvidia LP. Wir nehmen gerade ein Let's Play für Team Holzmann auf. Du spielst aber leider nicht mit bei dem Aram. Tja. Was machen wir jetzt? Weil du ein Elitist bist, der nur Ranked spielt. Und ganz schlecht ist, über andere Leute redest, die nicht Ranked spielen, weil sie gerade keine Zeit haben. Mopsi, so, du hast unsere Brunnen vergiftet, unsere Ernte verbrannt und uns die Seuche ins Haus getrieben. Ganz genau, ich weiß nicht, wer du bist. Soll ich dir nochmal den Link zur neuen polnischen Nationalhymne schicken? Nö, kannst du lassen. Die ist gestern auf einem kritischen Internetforum entstanden. Oh, na geh, eine Gneite hat mich jetzt umgebracht, das ist schade. Er macht nichts, aber muss ich mal einkaufen gehen. Herr Nvidia LP, dass ich gleich ein bisschen Werbung mache. Wenn ich als AD Kale ist, was ist das? Sanguine Blade doch eine gute Idee, oder? Ja. Weil du hast ja Kale, glaube ich, öfters gespielt, soweit ich mich erinnern kann. Das jetzt gerade wirklich auf. Ja, sicher. Sonst willst du nichts sagen. Ach du Scheiße, ich kann ich dir nicht sagen, da ich keinen Adam spiele. Du hast dich nicht vorbereitet auf die Frage. Ja, genau. Also wirklich fünf Sätzen, ich glaube. Alles geskriptet. Ja, da, genau. Weil ich habe halt kein Skript, das ich runterlese, wenn ich meine Videos mache. Das ist alles spontan Comedy und so halt. Siehst du den Grafikfehler da? Oder siehst du es nicht? Ja, voll, nein, doch, ja, das sehe ich auch. Das ist von der Lulu irgendetwas. Das ist leider jetzt mit diesen neuen Dingen sind auch viele Grafikfehler, die das Writer wieder reinbracht. Ob sie jetzt vielleicht rausgehen. Aber wir sollten vielleicht die Siege warum uns so angreifen. Warum stehen wir da drin? Das ist eigentlich nicht okay. Ja. Weil mein Ulti ist gerade jetzt sowas von Cooler runtergekommen. Wir brauchen definitiv einen besseren Fokus. Definitiv S und Sivir einfach. Hui. Aber der P-Cog macht ja jetzt schon Schaden. Das gibt's ja nicht. Ui. Der Thresh ist natürlich auch da. Dann hauen wir ein bisschen, haben wir noch ein bisschen mehr und jetzt zurück. Oder ich kann reingehen, Ult auf mich machen und sie alle umbringen. Ja, das ist wenn ich das jetzt Idee nicht schaffe, wäre es extrem blöd. Na, ich glaube, das Problem ist, man ist zwar dann mit dem Kale Ultimate ist man zwar dann, also man kriegt zwar keinen Schaden, aber CC geht noch immer. Das heißt, wenn mich der Thresh dann genau erwischt, bringt mein Ult genau nichts, weil er mich einfach hält und wartet, bis das Ult ausgeht und dann hauen sie mich auch zusammen. Aber jetzt da unser netter Baum von nebenan wieder da ist, geht es. Wir müssen eh nur den Kogmo beschützen, dann. Ja. Okay, wie gut das funktioniert hat. Wir müssen doch nur den Kogma beschützen. Ich glaube, das war jetzt nichts. Alle Turm ist fast tot. Ja, die sind auch fast tot, wie gesagt. Ich war das mal auf den richtigen Moment und dann habe ich mein R und mein E rein und dann bringen wir es alle um. Ja, die haben schon einen ziemlich bösen Poke und der Nunu, wenn der auf nur AP geht, ist das auch extrem böse. Und da drin stehen, glaube ich, ist auch nicht so gescheit, weil die werden dich da mal alle Sachen reinwerfen. Nein! Da wäre ich aber jetzt draußen gewesen. Ja, aber der Kogmo, der AP Kogmo, da geht schon was weiter. AP Kogmo. Mhm, doch, das geht ja. Das geht ja ziemlich gut. Okay. Du bist der Pro. Nein, nicht der Pro, aber das AP-Kogmo ist ganz gut. Nein, das bin ich, tut mir leid. Ja, genau, da. Unser Elitist ist wieder da. Ja, genau. Na gut. Oh je, weg.
Also als Pro würde ich mich nicht bezeichnen, wenn ich nur ein Gold-Elo habe, aber ist okay. Überhaupt das Gold-Elo, was jetzt ist, das Ligasystem eigentlich das alte Silber-Elo war. Also ja. Pro bist du eigentlich erst, wenn du im höheren Diamantbereich bist. Na eben, also warum sagst du, dass du Pro bist? Das bist du doch gar nicht. Oh, bricht dir auch noch um, bricht dir auch noch um. Und naja, noch ein Schlag noch, nein, rennst du schon weg. Zumindest bin ich besser als Silber 3. Das steht fest, Mopsi. Du bist der Beste. Ja, du bist der Beste. Danke, natürlich. Danke. Jetzt kann ich irgendwann wirst du Pokémon-Meister werden und dann wird sich dein Traum erfüllt haben. Der Allerbeste sei. Ich hoffe, die gehen da mal in das Gebüsch, da ist ja super. Wo ist denn das, was ich so suche? Da. Nehmen wir eine Pickaxe, aber ich habe eigentlich ein Schwert in der Hand. So, mein Ult macht mich jetzt für 2,5 Sekunden unverwundbar ausgezeichnet. Wenn ich noch schneller bin, geht da wirklich die Party ab. Oje, das ist... Ah, na, ihr lebt eh noch, ihr zwei lebt noch, aber da kommt es tot. Der Timo steht da hinten. Warum kommt man schon wieder tot und warum... Warum chillt der Timo da hinten? Das sind Fragen. Vielleicht kann uns das unser Pro beantworten. Ja. Oh fuck. Ui. Scheiße. Also Elise gegen Yorick. Ja, das ist bitter. Ja, kann man nichts machen. Einfach farmen. Nichts anderes. Das war's schon. Aha, ich weiß schon. Jo, was mach ich da? Das wird dumm. Unser Timo heißt L5 Dubstep, das ist auch ein ganz toller. Ich finde, wir sollten ein bisschen besser fokussen. Ja, naja, eben. Sicher, Sivius. Ah, das ist auch ein APS-Rail, okay. Naja. Ja, und sollten einfach alle sofort töten und fertig oder so. Okay, Teambesprechung. Teambesprechung? Haut das zusammen, Burschen. Na, der Timo ist jetzt auch wieder da, unser Mr. Dubstep. Da steht nicht nur mehr AFK herum. No! Ach, irgendwie kommen wir nicht an. Oder ich zumindest. Kommen nicht an die Schadensleute ran. Ja, na, das ist, weil die ziemlich gut. Ich habe einen Triple Pickle bekommen. Der das ist ein Wahnsinn. Ja, gut, schon plötzlich. Ich hätte mein Ultimate früher einsetzen sollen. der hätte ich vielleicht retten können oder irgendwen noch. Ich bin gerade drauf gekommen. Das ist ein APS-Rail. Ja, das habe ich vorhin gesagt. Verdammt. Hätte ich vielleicht Magic. Es ist ein AD, ein AD-Thrash. Was zur. Was? Da AD, der den BF-Sword und so, ja. Ah, ich kaufe Wits End. Ja. Guck mal, warum rennst du alleine vor? So was macht man doch nicht. Ah, bist tot. Der Israel, der jetzt auch, warum der jetzt vorgesprungen ist, das weiß ich glaube ich selber nicht. Warst du ultätig? Das heißt, wenn du jetzt willst, na gut, ich meine, Tautreifen sollten vielleicht nicht so sehr, aber der Rest. Oh, da ist der Nono. Ist er drinnen? Ja. Gut, er hat sein Ultimate gemacht. Ich habe nicht so viel gemerkt, so gut. Ja, und jetzt auf die Sivir. Res, hast du Ult, hau rein. Der mir ja Bierfetisch schießt. So. Passt. Hätten wir das auch gut funktioniert. Ja, jetzt kommt von hinten der Ezreal wieder. Ah, na, das war jetzt doch zu viel Schaden. Ah, der AP Nunu macht einfach mit seinem Eisblast zu viel Schaden. Was? Ah, der AP ist schon wieder da. Ja.
wäre nicht so toll. Warte, was ist mit dem Timo schon wieder los? Der ist dauernd AFK, jetzt ist er schon wieder AFK in der Base. Das gibt's hier nicht, das ist ja dauernd. Vielleicht. Ne, vielleicht ist im Real Life was wichtiger. Ja, der Herr Dubstep muss jetzt Dubsteppen wahrscheinlich, wenn der spielt. Wahrscheinlich muss er sich auch gerade die Haare richtig machen, dass er Club Couture ist. Ah ja! See, they are smoking weed on my living room. I have to go there sometimes. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich das nicht. Was? Warum? Warum? Wenn meine Freunde Drogen missbrauchen in meinem Wohnzimmer, dann muss ich manchmal, würde ich auch LOL spielen einstweilen. Ja, das ist natürlich super. Das sind die richtigen, also. Ja, Leute, macht eh nichts kaputt, oder? Ja, wirklich. Raucht's weiter, wisst ihr bitte, ruft sich die Polizei oder na, keine Ahnung, irgendwas. Manchmal frage ich mich schon, was mit der Welt heute los ist. What? Ja, der Thrash ist kaputt, glaube ich. Ja, mit Sefe geht da schon was weiter, glaube ich. In 13 Sekunden habe ich geholt. Upsi. Okay, jetzt setze ich mich leibend. Ich fokussiere jetzt lieber mal. Ja, aber ich fokussiere jetzt lieber mal. Genau da. Das fokussiere ich lieber mal. Wenn ich jetzt von irgendwas drauf halte, bin ich ziemlich sicher tot. Ich habe das Gebüsch. Oh Gott, wir sind alle so low, schaut an wie 3, dass diesen Triple Kill nur drauf wartet, leider. Ja, aber ich könnte. Ich könnte dir mein Ultimate drauf und du springst rein. Okay. 3, 2, 1, go. Oh, und ein Ice Blast macht mit 500 Schaden, hat mich umgebracht. Ich bin über die Lulu um, genau, das ist wichtiger. Ach, würde ich doch den richtigen treffen. Jetzt sieht das noch aus. Ein bisschen. I go there so I can smoke too. Ah ja. Der Timo ist mein Held. Ja, wirklich. Also wirklich. Ja, wirklich, ich meine, es tut mir leid. Manche Sachen muss ich nicht verstehen. Dieser Sivir ist verdächtig. Na Leute, das waren jetzt ein paar Ultimates, wo damit die wegkommen. Also ich glaube, wenn wir das jetzt gescheit machen, könnten wir das jetzt sogar beenden. Dann kann unser Timo seinen Drogen weiter frönen. Und schauen, dass seine Leute nicht zu nehmen und so. Ja, genau. So. Ja, der hat eh einen richtigen. Jawohl, deshalb wollte er den Timo haben, damit er seine Pilze nehmen kann. Es gibt plötzlich alles wieder einen Sinn. Also hat er gewechselt. Ja, ich habe einen Timo gehabt und der hat mir dann Jacks gegeben. Und den habe ich dir dann gegeben für den Kale. Der Maokai mit seinen Saplings. Ja, na, der macht ja auch AP Maokai, oder? Ja, natürlich, der hat auch 200 AP. Da, und geht schon. Gott, ich muss da raus. Ja. Ich bin des Todes. Ich behaupte es einmal. Der S hat mich gar nicht umgebracht. Oh nein, ja, entpasst. Letzter Turm ist kaputt, jetzt könnten wir theoretisch backdooren und hätten das dann gewonnen. Und wir rennen jetzt mal zurück. Na schau. So, Mr. Timo mit seinen Pilzen ist ja auch für uns was gut. Ja, zumindest spielt er nicht Ranked. Ja, wirklich Ranked, ja, genau. Ja. Be right back. Ach Gott, was hat er gesagt? Be right back oder was? Nein, nein.
Ich stelle mir das nur vor. Ja, das hätte ich mir auch gerade gedacht, dass jetzt wieder schaut, ob seinen Freunden eh gut geht, ob sie sich, weiß nicht was, ob sie nicht zu härteren Sachen gewechselt haben. Tja. Hauptsache, sie füttern die Katze nicht damit. Ja, genau. Ist das irgendwie so ein typisches, ja, die Mr. Dubstep und die nehmen auch alle Drogen, das ist ja auch irgendwie in diesen Szenen, diesen ja, Raver-Szenen, dass die das immer verdächtig. Substanzen missbrauchen, das ist schon ein Wahnsinn. Ja, Chef. Ah, hallo. Na, das macht schon Schaden, das stimmt. Aber willst du dich wieder mit meinem Ult reinhauen? Okay, ich glaube, das brauche ich momentan nicht, ja. Okay, bringt sie bitte um, danke, und gewinnt sie einfach. Passt. Passt. Gut, das war's, Leute. Ja. Es ist ja schön, wir haben sogar gewonnen, man glaubt's gar nicht. Ich habe sogar einen positiven Kill-Death-Ratio. Und ja, jetzt kann der Timo wieder zurück ins Wohnzimmer gehen. Ist das nicht schön, da wird sich jetzt jeder freuen. Victory, ja, und da tanzt der Kogmo zum Schluss nach unten. Und gut, das war's, Leute, und bis zum nächsten Mal von mir.